Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht auch heute wieder um Ihr Gehirn, wobei wir bei einer ganz anderen Frage anfangen, nämlich, welche Faktoren bestimmen eigentlich, wie lange wir leben? Sie werden sagen, das ist aber eine eigenartige Frage für diese Sendung. Einerseits ja, andererseits, Sie werden sehen, es geht auch heute wieder um Ihr Gehirn. Es geht darum, welche Eigenschaften Ihres Gehirns, die sich dann als Eigenschaften der Person messen lassen, sagen Langlebigkeit voraus. Und Sie werden es nicht glauben, da gibt es durchaus einiges. Zunächst mal werden Sie sagen, na ist doch klar, wir haben doch heute schon genetische Möglichkeiten, zum Beispiel Alzheimer'sche Erkrankungen vorherzusagen. Und an der stirbt man. Und wenn ich also eine bestimmte Genetik habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich früh an dieser Erkrankung tatsächlich auch erkranke und versterbe, höher. Also, ja klar, da gibt es feststellbare Eigenschaften, die mein Leben mitbestimmen. Ich rede aber nicht von Krankheit. Ich rede nicht von den heute bekannten Erbkrankheiten. Ich rede nicht von den heute bekannten Stoffwechselkrankheiten, bei denen es eben auch schon eine genetische Komponente gibt. Nein, davon rede ich gar nicht. Ich rede von Gesunden. Wir wissen, dass es Untersuchungen zum Überleben gibt. Wenn Sie zum Beispiel in Baden-Württemberg wohnen, dann leben Sie ein bisschen länger. 3 Jahre länger als die, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Zum Beispiel. Wenn Sie eine Frau sind, dann leben Sie ziemlich viel länger als die anderen, die Männer. So 5, 6 Jahre macht das aus. Also es gibt wirklich dicke sozusagen Korrelate von Langlebigkeit. Manche sind nicht so offensichtlich. Zum Beispiel Körpergröße. Wussten Sie, dass die Großen länger leben? Der Effekt ist nicht besonders groß, aber er ist da. Hat wahrscheinlich mit verschiedenen Dingen was zu tun, zum Beispiel mit der Ernährung. Denn die Ernährung schlägt sich auf die Körpergröße nieder. Und also gut Ernährte werden so groß, wie sie genetisch hätten werden können, sowieso. Und schlecht Ernährte, die werden eben nicht ganz so groß, wie sie hätten genetisch werden können. Und da schlagen sozusagen die Gene, die für die Größe sorgen, nicht so gut durch, weil die Ernährung nicht gestimmt hat. Insofern Körpergröße, ja, sagt auch was über Langlebigkeit. Der Effekt ist aber nicht besonders stark. Wenn Sie rauchen, das weiß jeder, muss ich nicht groß sagen, dann leben Sie deutlich weniger lang. Der Effekt ist groß. Und wenn Sie Diabetes haben oder wenn Sie auch nur sich dauernd über Ihre Gesundheit Gedanken machen, dann macht das viele Lebensjahre an tatsächlicher Lebenszeit aus. Wie kann man nun rauskriegen, ob es psychologische Faktoren gibt, die Langlebigkeit bestimmen? Nun, man bräuchte ja eigentlich nur Tests machen, diese psychologischen Faktoren messen und dann lange warten. Das Problem ist, Sie müssen sehr lange warten. In der Studie, über die ich gleich berichten würde, hat man 55 Jahre gewartet. Das ist für eine wissenschaftliche Studie eine sehr lange Zeit. Die Wissenschaftler, die die Studie begonnen haben, sind in der Regel nicht die, die die Studie abgeschlossen haben, wenn man solche langen Zeiträume verwendet. Aber solche Studien sind natürlich Gold wert, weil sie dann tatsächlich sagen können, ja, das, was wir da früh gemessen haben, das hat hinterher diesen oder jenen Effekt gehabt. Sie können natürlich auch bei älteren Menschen was messen. Aber dann kann es immer auch sein, dass diese Variable dann erst aufgetreten ist und dass eben dann erst irgendetwas passiert ist, was dann auch dafür sorgt, dass sie noch leben, aber was vielleicht früher gar nicht erkennbar war oder noch gar nicht vorhanden war oder beides, sodass man da nicht sozusagen auf eine Vorhersage schließen kann, was man aber gerne wüsste. Und Hand aufs Herz. Langes Leben oder wie lange lebt jemand, das ist die ultimative Validität, so haben es auch manche Forscher schon genannt, eines bestimmten Befunds. Wenn Sie also rauskriegen, dieses Item, dieser Test sagt voraus, wie lange der lebt und dann tritt es auch ein, dann misst der Test ganz gewiss irgendetwas, was für das Leben dieser Person wichtig ist. Was hat man gemacht? Nun, eine ganz große schottische Studie. Daten waren, weil manche waren ausgewandert, andere waren wiederum ganz früh verstorben, konnte man nicht auswerten, musste man wegtun. Aber über 1000, nämlich genau genommen, ich habe die Zahl irgendwo, 1181 Teilnehmer, die alle im Jahr 1936 geboren worden waren, die hat man näher untersucht. Hat sie sozusagen bei der Geburt erfasst und hat sie dann später immer wieder mal kontaktiert, getestet,
hat abgefragt, hat auch Lehrer befragt und hat so wichtige Persönlichkeitseigenschaften herausbekommen. Im Alter von 11 Jahren beispielsweise wurden alle diese Kinder damals einem IQ-Test unterzogen. Die gab es damals schon, das war also 1947. Sie wissen, die IQ-Forschung ist etwa 100 Jahre alt. Und im Jahr 1947 gab es schon ziemlich gute standardisierte Intelligenztests, sodass man den IQ von diesen Leuten ganz genau damals erfassen konnte. Persönlichkeit ist schon schwieriger. Das Feld der Persönlichkeitsforschung war damals sicherlich noch nicht so etabliert und noch nicht so genau wie heute. Aber damals schon hat man zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, die Lehrer zu fragen. Das hat man im Jahr 1950 gemacht. Da waren die Kerle also 14. Und die Lehrer haben ihre Schüler, nachdem die kannten sie ja gut, in verschiedenen Persönlichkeitsdimensionen ganz genau evaluiert. Also zum Beispiel, ist der stimmungsmäßig stabil? Ein Lehrer, der den Schüler jeden Tag sieht, der kann das sagen. Ja. Achtet der irgendwie auf sich? Oder ist der eher so ein Schlamper, sag ich mal? Ja. Eine ganze Reihe von Persönlichkeitseigenschaften wurden erfasst. Und eine wichtige, das hat man hinterher mit statistischen Methoden sozusagen aus den vielen erfassten Dingen herausbekommen. Eine wichtige Eigenschaft war die der Verlässlichkeit. Was ist das? Das ist eine Kombination aus Durchhaltevermögen, Gewissenhaftigkeit und stabiler Stimmung. Jemand, der verlässlich ist, der ändert sich nicht dauernd, der macht auch, was er möchte, was man sagt, komm, mach mal die Hausaufgaben, dann macht er die eben auch. Ja? Und lässt nicht dauernd 5 Grad sein. Und er hält es auch durch. Wenn es mal längere Zeit auch schwierig ist, er bleibt dran. Ja? Diese Verlässlichkeit, es wurden andere Faktoren auch erfasst, aber die hatten hinterher keinen Effekt gehabt. Aber die Verlässlichkeit, die hatte einen dicken Effekt. Man hat nämlich tatsächlich letztlich eigentlich dann abgewartet, sehr lange. Und hat dann in den 60er Jahren angefangen, die Todesregister der schottischen Standesämter sich genauer anzuschauen und dann zu gucken, finde ich da Leute wieder, wer verstirbt sozusagen aus dieser Gruppe. Das hat man dann bis zum Jahr 2003 gemacht, hat die Daten dann verlinkt, also miteinander vernetzt, um wirklich, es war gar nicht so einfach, sozusagen an diese Daten insgesamt zu kommen, sie dann zu poolen, also zusammenzufassen und dann statistische Berechnungen anzustellen. Gibt es irgendwelche Prädiktoren, also Vorhersageinstrumente, mit denen ich eigentlich schon 1947 hätte sagen können, wenn ich die Daten jetzt hätte, ja, überlebt der länger oder kürzer? Nun schauen wir uns mal die Ergebnisse im Hinblick auf die wichtigsten Variablen im Einzelnen an. Sie sehen hier Verlässlichkeit, Dependability und IQ. Und was man gemacht hat, ist im Grunde was ganz Simples. Man hat nämlich die ganze Gruppe einfach mal eingeteilt nach denen, die sozusagen einen hohen und einen niedrigen IQ haben, einfach in der Mitte geteilt. Und dann hat man die Gruppe nochmal geteilt, nämlich nach denen, die hoch und niedrig in Verlässlichkeit sozusagen lagen. Und da IQ und Verlässlichkeit, das war auch interessant, nichts miteinander zu tun hatten. Es gab also zuverlässige, dumme und schlaue und unzuverlässige, dumme und schlaue, wenn man so will. Das hatte nichts miteinander zu tun. Ja? So konnte man die Gruppe also einteilen. Ja? Und hier sehen Sie die Sterberate, wenn Sie so wollen, in dieser Zeit. Und da sehen Sie, dass die Hochverlässlichen und die Schlauen, da ist der Wert 9,9% und bei den wenig Verlässlichen, weniger Schlauen, 24,4%. Das ist ein Unterschied so von 2,4, 2,5. Das ist ein ganz heftiger, starker Wert. Ich sage gleich noch was zu vergleichen mit anderen entsprechenden Werten. Aber schauen wir uns die Daten erstmal im Einzelnen an, auf dem nächsten Bild, da sehen wir die Überlebensraten nach Quartilen. Was ist ein Quartil? Nun, das ist ein Viertel. Man hat also die Gruppe einfach mal in Viertel aufgeteilt. Und zwar das erste Viertel waren sozusagen die verlässlichsten. Dann kamen die nächsten 25%, die also nicht so verlässlich waren. Da waren wir schon immer noch besser als die Hälfte. Dann kamen die von 50 bis 75% und dann kamen die anderen. Also man hat sozusagen die Gruppe geviertelt, je nachdem wie verlässlich die waren, von ganz verlässlich bis ganz unverlässlich und die zwei Viertel in der Mitte. Und was Sie hier sehen, sind 4 Kurven.
Und Sie sehen, dass diese Kurven hier runtergehen. Das ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Das ist nicht 0, sondern 75. Also da sind immer noch die meisten am Leben. Die sind ja auch noch nicht so alt, von 1936 bis 2003. Das ist ja noch kein richtiges methusalemisches Alter. Hier ist ja das Alter in Tagen. Ja, so ein Leben, wie lang ist unser Leben? So 25.000 Tage. Mehr nicht. Und Sie sehen hier einen, man würde sagen, dosisabhängigen Effekt, wenn das ein Medikament wäre. Es ist aber kein Medikament, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Ja? Wenn Sie von der viel haben, dann leben Sie länger. Wenn Sie ein bisschen weniger haben, nicht so lang. Und noch weniger und gar nicht viel, noch weniger. Also ein richtig dosisabhängigen Effekt der Persönlichkeitseigenschaft, der Verlässlichkeit auf das Überleben. Und das ist kein kleiner Effekt, wie Sie an dem Unterschied hier, da sind wir schon bei nur so 80% und hier, da sind wir bei über 90% durchaus sehen. Das Ganze geht auch mit dem IQ. Auf dem nächsten Bildchen sehen wir IQ. Und wer hätte das gedacht? Das ist wieder dosisabhängig, wobei die beiden geringen Dosen sozusagen, da sind die Kurven gleich, deswegen sehen Sie nur drei Kurven. Das ist sozusagen das, wieder hat man also die Gruppe nach IQ diesmal getrennt in die 25% ganz Schlauen, dann die nächsten 25% und so weiter. Und was man hier sieht, die ganz Schlauen, die leben am längsten, dann kommen die 25% bisschen weniger Schlauen und dann kommt die andere Hälfte. Bei die waren nicht mehr unterschieden. Also wenn man unterdurchschnittlich intelligent ist, hat man sozusagen durch die Bank eine geringere Lebenserwartung. Es unterscheiden sich aber nicht mehr die, die davon noch mal ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter drauf sind. Wie versteht man das? Nun, es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen dazu und man muss vorneweg sagen, die sind wahrscheinlich alle richtig. Mit anderen Worten, der Effekt ist, wie wir heute sagen, multifaktoriell. Man kann nebenbei bemerken, das ist ein Argument, naja, das werden halt die Reichen sein. Die sind ja auch ein bisschen schlauer, weil sie bessere Nahrungsmittel essen, weil die entsprechenden Gene vielleicht da sind. Man kann aber das rausrechnen. Und wenn man das rausrechnet, bleibt der Effekt trotzdem. Wird ein bisschen schwächer, aber bleibt trotzdem. Man kann auch zum Beispiel die Erziehung und das Umfeld zu Hause, das kann man auch, hat man gemessen, hat also geguckt, wie waren das, wie gingen die miteinander zu Hause um, gab es da Bücher und haben die miteinander gut geredet, war es einigermaßen ordentlich. Also man hat so einen Homescore, der umfasste all das, der war auch wichtig fürs Überleben, den kann man aber auch rausrechnen, der Zusammenhang wurde ein bisschen schwächer, aber blieb trotzdem. Man kann sogar die Gewissenhaftigkeit als Erwachsene, hat man auch erfasst, die macht auch ein bisschen was am Überleben, aber die Gewissenhaftigkeit des Kindes hat schon einen ganz deutlichen Einfluss gehabt. Und zum Beispiel, ob jemand dann später getrunken oder geraucht hat, das lag vor allem an der Gewissenhaftigkeit und an der Verlässlichkeit als Erwachsener und weniger an der Verlässlichkeit als Kind. Sodass man sagen kann, die Verlässlichen und die Gewissenhaften, die leben länger, nicht nur deswegen, weil sie später weniger rauchen und weniger trinken. Die Effekte sind also ja, kompliziert. Und sie sind vor allem groß. Wenn man guckt, was macht das, was uns heute alle so umtreibt? Ein hoher Cholesterinspiegel, ein hoher Blutdruck und Rauchen. Nun, der macht bei Frauen ein erhöhtes Sterberisiko von so 2,3 und bei Männern ein erhöhtes Sterberisiko von so 3,2. Mit anderen Worten, der Effekt, der ist in der gleichen Größenordnung, wir hatten es vorhin, 2,4. Wie die Zusammenfassung von Intelligenz und Verlässlichkeit. Wir reden also hier über richtig dicke Effekte. Und wir reden auch über ultimative Validität. Denn die Dinge wurden hier gemessen im 11. und im 14. Lebensjahr. Und 55 Jahre später gucken Sie nach, wer lebt noch? Und wer lebt noch? Es leben noch die, die schlau waren und die, die verlässlich waren. Aus welchen Gründen auch immer. Intelligenz und Verlässlichkeit sagt ein langes Leben voraus.